Herr Magister Lanzinger, wir stehen heute hier vor dem Landesgericht in Wels. Ein schwerwiegender Fall. Im Vorjahr eigentlich ein Beziehungsdrama in der Vogelweide. Wie lautet die Anklage und welche Strategie haben Sie in der Verteidigung? Wie man aus den Medien entnehmen kann, die Anklage lautet auf Mordversuch. Die Verteidigung ist in dem Zusammenhang ganz klar. Ich und mein Mandant haben uns entschieden, dass wir auf versuchten Totschlag gehen, also eine besondere Form, eine abgeschwächte Form des Mordes, die einfach das ganze emotionale Bandbreite eines Beziehungsdramas auch gut einfängt. Und ich bin sehr guter Dinge, dass die Geschworenen, die ja letztlich darüber zu entscheiden haben, das auch so sehen werden. Die Anzeige bei der Polizei lautete auf mehrere Delikte. Das konnte man bereits im Vorfeld reduzieren? Ganz genau, wir haben einige Delikte gehabt. Gott sei Dank sind einige auch eingestellt worden. Es ist halt jetzt die Anklage wegen Mordversuch übrig geblieben. Wie wird sich der Angeklagte vor Gericht aussagen? Also ich habe mich gestern noch mit meinem Mandanten besprochen. Er wird kooperativ sein, er wird die ganze Angelegenheit auch grundsätzlich, das hat er auch bisher getan, zugestehen. Allerdings wird er sich nur für versuchten Totschlag verantworten, mehr nicht.